Ja, herrlicher Sonnenschein in Offenbach und ich habe einen weiteren Neuzugang zu vermelden. Lukas Hermes ist da. Hallo und herzlich willkommen. Ja, hallo. Da muss ich natürlich gleich fragen, wie ist denn das gekommen? Ja, warum bist du jetzt hier? Ja, Offenbach hat sich sehr um mich bemüht. Das hat mir auf jeden Fall sehr zugesagt und vor allem, weil ich ja jetzt mehrere Jahre in einer Ausbildungsmannschaft gespielt habe, zum Beispiel Freiburg 3 Jahre und 2 Jahre bei Mainz 05, ist es für mich nochmal so den nächsten Schritt. Und ist natürlich geil, dann direkt bei so einem geilen Traditionsverein zu spielen. Da sprichst du etwas an mit den zweiten Mannschaften, Freiburg und Mainz 05. Die haben wir hier gar nicht so gerne gesehen, weil die konnten immer locker aufspielen und bei uns ist immer mächtig Druck auf dem Kessel. Ich glaube, das sind schon zwei verschiedene Welten, ne? Ja, in so einer Ausbildungsmannschaft ist es ja eigentlich üblich, dass man aus seinen Fehlern daraus lernen kann und dass es nicht sofort bestraft wird. Aber in so einem geilen Verein will man natürlich das optimale Ergebnis und die optimale Leistung rausholen. Und umso geiler ist es dann, von einer geilen Kulisse das Bestmögliche rauszuholen. Ja. Und hast du denn hier schon mal gespielt, weil du immer sagst, hier ja, tolle Atmosphäre und so weiter. Weißt du denn richtig, wie das ist, wenn der Berg brennt? Ja, wir haben tatsächlich letztes Jahr hier gespielt. Da waren auch schon ordentlich viele Zuschauer da. Und das ist ein Erlebnis, oder? Das wolltest du auch mal auf deiner Seite haben. Ja, das auf jeden Fall war mega geil. Also sowas nimmt man halt gern mit als junger Spieler und war auf jeden Fall ein Erlebnis wert. Wo werden wir dich denn auf dem Platz wirbeln sehen? Mehr vorne, mehr hinten? Was charakterisiert dein Spiel? Eher vorne. Also ich habe jetzt keine Wunschposition, weil ich im Verein eigentlich vorne alles gespielt habe, ob außen, ganz vorne drin oder auch eher im Zentrum, also im Mittelfeld. Habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so die Wunschposition, wo ich mir vorstellen kann, ja, das will ich unbedingt spielen. Das heißt also, du hast beides sozusagen schon drauf, sowohl in der Box als auch auf den Außenbahnen? Ja, sozusagen. Also im Verein war es so üblich, dass man immer wieder, da ich da mal außen gespielt habe oder dann eher vorne drin. Ist flexibel einsetzbar, genau. Ja, und jetzt dann beim OFC, wie sieht das aus? Kennst du da den einen oder anderen Spieler schon? Hast du schon mit dem einen oder anderen gespielt oder gegen den einen oder anderen? Gegen den einen oder anderen letztes Jahr wahrscheinlich. Also vom Namen her, klar, kennt man ein paar Spieler, aber persönlich, kenne ich niemanden. Und jetzt hast du wahrscheinlich auch so ein bisschen verfolgt in der Phase, als sich das so angebandelt hat, wie es um den OFC steht. Also das heißt, siehst du eine echte sportliche Perspektive? Ja, auf jeden Fall. Ist eine super Mannschaft. Das denke ich ja, sieht man auch an den Punkten. Es waren schon einige Punkte, die man diese Saison geholt hat. Und da sieht man auch, dass mächtige Qualität in der Mannschaft steckt. Wenn du jetzt in Mainz zuletzt warst, dann musst du wahrscheinlich gar nicht umziehen, aber es wäre natürlich schon sinnvoll, ein bisschen näher ranzukommen hier an den Biberer Berg. Ja, also ich versuche natürlich jeden Fall hier herzuziehen nach Offenbach. Also ich habe ja jetzt noch meine Wohnung in Mainz, aber das Ziel ist, dass ich, wenn die Saison losgeht, hier hinziehe. Was waren so dein Highlight in deiner kurzen Karriere? Du bist ja noch ein ganz junger Mensch. Gab es da irgendwie was, wo du sagst, da denke ich dran gerne zurück? Also das größte Highlight war, in der U19 habe ich mit dem SC Freiburg den Junioren DFB-Pokal gewonnen. Das war für mich persönlich das größte Erlebnis. Ja, wenn du aus so einer Talentschmiede kommst, da hast du bestimmt auch mit Leuten zusammengespielt, die man kennt. Ja, das auf jeden Fall. Also zum Beispiel Nico Schlotterbeck, der Europameister wurde jetzt vor ein paar Tagen. Oder auch Jonathan Burkhardt von Mainz 05, Finn Dahmen. Ja, sind alles gute Jungs, die jetzt halt eine Europameisterschaft gewonnen haben. Dann würde ich sagen, nochmal herzlich willkommen in Offenbach. Dankeschön, ja.